Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxmaster 2 Together mit dem Nateria. Wir haben gerade den Anstieg abgeschlossen und jetzt geht's weiter mit dem letzten finalen Level. Verdrehte Hallen, nicht verheerende Hallen. Bonusschädel können wieder und wieder verdient werden. Bleibt standhaft, noch dieses eine Mal. Ihr müsst den letzten so, jetzt nehmen wir doch mal das Mana-Ding von uns mit. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier. Sie sollen wieder von mir zittern. Spalt, check. Ox, check. Die einen vom anderen fernhalten. Alles klar, ich würde sagen, jeder übernimmt eine Treppe. Und im Notfall können wir sonst rüber. Ach, gibt's immer nur eine Treppe wo? Es gibt zwei Treppen, wo sie hoch können. Was ist das hier, wo ich jetzt stehe? Das ist auch noch ein Tor, da kommen sie später raus. Okay, also, ja, gibt es auf jeder Seite eine Treppe oder wie? Ja, aber ich glaube, das ist so, dass sie einmal komplett außen rumlaufen. Ja, also hier, wo ich lang gehe, hier ist kein blauer Pfeil, also hier dürfen sie eigentlich nicht lang, oder? Ha, weiß ich nicht. Ja, hier, ja, jeder braucht eine Treppe. Ja. Was ist das da in der Mitte, die ganzen grünen Knopfs? Wo? Hier auf der Karte werden ganz viele Blobs und so angezeigt. Was für die? Grüne kleine Punkte. Ach so. Auf der Karte. Sind vielleicht ja. Unten? Ja, unten ist. Ah, da sind Heiltränke und über so. Über der Lava. Plattform, ja, erstmal raufspringen. Nein. Ja, dann würde ich sagen. Alter, wie meine Maus mich aufregt. Na, ich brauchst du Barrikaden. Wie gesagt, wenn nur dann am Treppenaufgang, damit sie wieder so aufgespaltet werden. Ja, weil dann müsste ich die mitnehmen. Musst du wissen, also wenn du sie erübrigen kannst, immer gerne. Wenn nicht, dann lass, dann geht das auch ohne. Das ist immer nur ganz hilfreich, aber ist nicht notwendig. Ich nehme jetzt mal die Münzpresse mit. Münzpresse? Damit du mehr Geld kriegst? Oh ja. Ich will mehr Geld. Hier gibt's jetzt erstmal Säure, 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 Säure. So, hier ist, denke ich, so ein Todesgebiet. Was, Todesgebiet? Ja. Habe ich hier gerade errichtet, so. Von mir aus kann es also losgehen, ich bin ready. Ich bin mal gespannt, wie viel die Münzpresse bringt. Alter, wie viel Mana du hast. Ja. Ich regeneriere auch sau schnell Mana, also. Ja. Ich kann jetzt drei Feuerwände direkt hintereinander setzen. Geilo. Mit deinem Mana Armband hast du dir ja geholt, ne? Ich habe auch die Grundmana-Regeneration damit erhöht. Ja. Brauchst du sonst Hilfe? Nee. Sind zwar ein paar viele, aber ich habe hier noch meine Fallen, die sind noch nicht mal durch meine Fallen durch. Sie sind auf der Treppe. So, mal schauen, jeder bringt 10, lass mal einen durchlaufen. Oh, schick! Verdammt, hier vorne gibt's einen Schädel. Wo? Gibt's zwei Schädel. Die schon seit in der Lava? Nicht direkt. In diesen Podesten. Ich will bloß nicht reinfallen. Aber für Orks. Ja, glaub ich dir. Jetzt müssen sie über zwei Feuerwände. Ach so. Ach ja. Hast da deine platziert, weil drüben bei dir laufen sie ja noch. Oh fuck, ich bin auf der falschen Seite. Ja. Wie komme ich da rüber? Ich habe mich schon gewundert. Ja, es sind zwar viele Fallen, aber ich glaube, ich hole sie ein. Die sind auf der Treppe. Eine Feuerwand, zwei Feuerwände. Verreckt. Sind schon nah dran. Alles klar, bei mir ist einer durch. Aber ich habe zwei Bonusschädel unten eingesammelt. Also. Sehr schön. Das wird sich hübsch an dir machen. Egal wie scheiße wir sind, wir kriegen Bonusschädel. Nice. Jetzt gibt's was Feines. Achtung! Flieger! Flieger, verdammte Scheiße! Donner-Fledermäuse! Naja. Toll, wo kommen die raus? Oben, in der Mitte. Mann, das ist eine Menge tot! Oh, verdammt, Runner. Ich seh nicht. Ach, ja.
So, ich hab meinen Eindruck. Ja, oh, geil, da bringen sie anstatt 10, 13. Es sind 4 Flieger durch. Nee, also 15 sogar. 4 Flieger sind durch. Oh, verdammt. Ja, du hast deine nicht gekillt. Ja, es Flieger 8. Das hast wird mir mehr wehtun als dir. Hä? Ach nein. Hast du überhaupt eine Fernkampfwaffe dabei? Ja, eine Schrotflinte, aber damit treffe ich die nicht wirklich. Sonst lass schnell neu starten, dann setze ich gleich als erstes Bogenschützen oben hin, weil unten brauchen wir am Anfang nichts. Jetzt noch? Echt? Es ist Runde 4, das geht schnell. Na gut. Starten wir es erneut. Später dauert es länger. Ich hole dann gleich nochmal die Bonusschädel, bevor wir starten. Ja, mach das. Das sind nämlich 2 oder 3 Stück unten. So, und ich setze erstmal oben die Bogenschützen. Auf jede Seite 2, 3 Stück. Ja. So. Die einen vom anderen fernhalten. Meinst du, die Bogenschützen kriegen Feuerpfeile, wenn ich sie hinter dieses Feuerding stelle? Wie meinst du das jetzt? Hier oben sind doch Feuerdinger. Vielleicht kriegen sie Feuerpfeile, wenn sie da durchschießen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst sie aufrüsten, dass sie Feuerpfeile kriegen. Haben sie schon, also. Achso. So, wo sind die Bonusschädel? Unten, aber Vorsicht, nicht in die Lava fallen. Bei mir bist du vorhin durch die Lava geschwommen. Geschwommen? Ja! Du bist durch die Lava gehüpft. Vielleicht war es nur ein Leck. Nein, gehüpft ja. Hier unten sind so Podeste. Okay. Nice. So, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr, aber ich will es auch nicht riskieren, also. Ja. Ich bin auf der richtigen Seite? Ja. Ja. Okay. Los geht's! Los geht's. Sie brechen durch! Bah! Bam! Ja! Bam! Trefferserie! Bam! Lass sie am Rand lang gehen und schleuder sie dann in die Lava. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Das hatte ich immer mit dem Windgürtel im ersten Teil gemacht. Das Geile ist, mit meinem Schmuckstück kann ich Mana-Zorn aktivieren. Ah. Regeneriere ich Mana etwas schneller und kurz einen Zeitraum eben, aber dafür danach irgendwie etwas weniger oder gar nichts. Nicht schlecht. Jetzt gibt's was Feines. Jetzt kommen, glaube ich, gleich Flieger. Runde 4 waren wir. Da kam Flieger. Oh cool, die Bogenschützen schießen von oben. Wie viele waren das? Ja. Ganz ehrlich, Säure und mein Feuerding bumm, killt alles. Ah. Aber versuch mal, wenn gleich die Flieger kommen, ein bisschen Priorität auf die Flieger zu setzen. Ja, deswegen platziere ich hier jetzt schon ein bisschen mehr, paar mehr Fallen. Gerade im Eingangsbereich. Dass die hier eher aufgehalten werden. Achtung, Flieger! Flieger! Alles klar. Boah, das schaffen die Bogenschützen sogar so. Ja, noch sind es ja nicht viele, also. Na los, kommt her. Ich feuer mal ein bisschen zu dir rüber. Boah, mach das. Die kriegen hier sowieso aufs Maul. Saurer Regen ist nichts dagegen. Ach, die neuen Türen gehen auch. Wo sind denn die? Die sind direkt gegenüber praktisch. Soll ich hier eine hin? Nee. Komm, scheiß drauf. Ja, stimmt. Müssen die hier lang? Dann verkaufe ich mal ein bisschen Säure. Und setze da lieber ein bisschen mehr Eis hin. Ja. Das Problem ist, meine Säure kommt nicht ganz bis zum Rand. Ah. Also da, wo sie lang rennt, da ist quasi noch Platz. So.
mache ich hier noch so zwei hin. Alles klar, ich bin soweit. Die Schonzeit ist vorbei. Sollen sie kommen? Da kommen sie! Flugviecher kommen, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja. Und Runner, also Vorsicht. Ja, Runner habe ich schon. Lebe für Ork-Massaker! Und zermatscht. Alter, wie die durchgeschleudert werden hier. Zack, nicht mit mir hier. Bester Job aller Zeiten. So, erledigt. Erledigt. Zeit für ein Gemetzel. Zack, mehr davon. Okay, Flugviecher kommen gerade nur ohne Ende. Okay, und auch am Boden welche. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. Alter Schwede, die feuern einen fetten Blitz ab. Die Viecher? Ja. Oh, Bonusschädel für Multikills. Nice. Na los, kommt mal ein bisschen weiter. Mach ich denen mal ein bisschen Mut. Ein bisschen Mut tut gut. Ja. Bis sie zerstückelt werden hier. Die Schonzeit ist vorüber. So, wo kommen sie diesmal? Wieder da und Flugviecher wieder. Wow, fuck. Verpisst euch. Scheiße, nicht getroffen. Willkommen im Trefferserienhaufen. Einwohner. Bam. Vermatscht. Oh, verdammt. Die sind an mir vorbeigelaufen. Was für eine Frechheit. Oh, Alter, selbst die Knolljäger werden einfach so gekillt. Bei mir kamen die Knolljäger eben durch. Ja. Ich kann ewig so weitermachen. Jupp. Das wird Spuren hinterlassen. So, das sollte sie ärgern. Guck ich doch nochmal. So ein Ding. Dann kommt hier noch so ein Ding hin. Dann kommt die Wand da voll, werden sie hier rausgeschleudert und in die Lava mit Glück. Alter, ich habe noch genau ein Stück Gold hier, ein Goldstück. Ich hab noch 5. So, jetzt habe ich wieder 200. Ich bin gerade am Überlegen. Die lasse ich mal weg. Warnung! Kann tödlich sein! So. Mir fehlt der Ring, der Blitzring. Bam, 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 bam! Aua, ich brenne. Ich lebe für Ork-Massaker. Oh, bei mir ist. Alter, der hat sich da durchgedrängelt. Was für ein Arsch. Scheißschutz sumpfvoll hier. Stinkende Mistgestalt. Endlich Pause. Ja, ja. Der hat sich da nur durchgeschleicht.
wenn es ein einzelner Gegner ist, kann ich den ohne Probleme erledigen, weil ich habe Dings hier, womit sie gelähmt werden praktisch. Durch meine Waffe, wenn ich mit der Schrotflinte auf die schieße, fallen, brechen sie halt so zusammen, kippen um und so. Ach ja, die ganzen Runner erledige ich hier gerade. Oh, Nolljäger. Ein Bogenschütze ist gefallen. Wir sind schon nah dran. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht. Hat leider etwas länger gedauert. Jo, macht nix. Hast sie erledigt bekommen? Wo ist denn der Knolljäger? Durch alle meine Feinde durch, also. Alle meine Fallen. So tot sind sie, aber sind relativ weit gekommen. Und Pause. Und Pause. Das wird Spuren hinterlassen. Oh ja. Und wie? Keiner kommt vorbei. Und wie? Leider ist das Level ein bisschen weit, sodass meine Fallen eben nicht alles treffen. Ja. Bogenschütze ist gefallen. Wieso ist der gefallen? Flugviecher. Oh fuck. Was war das? Ich wurde gekillt. Was war das für eine komische Zauberkugel? Die hat mich fast instant gekillt. Ach, das sind diese Ork-Zauberer. So eine Scheiße. Jetzt haben wir deswegen 5 Punkte verloren. Ey, das pisst mich jetzt an. Scheiße, ich bin gleich auch tot. Das war spitze. Flugviecher waren hier überall und bei mir sind ein paar Runner durchgekommen, also einer. Oh, das pisst mich jetzt wirklich an. Jetzt sind insgesamt schon wieder 10 Punkte weg. Ja. Das war unglaublich. Ein Drecksvieh. Ich hasse die. Jupp. Aber das ist nervig, wenn es die ganze Zeit gut läuft, in einer Runde kommen dann auf einmal 2-3 Leute durch und die nächsten 4-5 Runden ist es wieder extrem wendig. Ja. So, also ich habe hier schon alles platziert, was geht. Ich bin soweit. Aber warte, ich will doch noch kurz was trinken, bevor du auf G drückst. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein paar Reihen Eis gemacht, alles voller Säure hier unten. Ja, ich komme mir das mal ganz kurz angucken eben. Mhm. Will ich mal eben kurz sehen. Mir fehlt immer genau ein Feld Reichweite. An dem Rennen. Ah, ja, hier, ne? Scheiße. Deshalb prügele ich die immer links, weil dann werden sie nach rechts geschleudert. Beziehungsweise hier prügele ich sie extra links, damit sie runtergeschleudert werden. Ach, ich? Ja, Moment, ich kann ja oben eben lang. Jetzt falle ich runter. Naja. So, hau rein. Jetzt gibt's was Feines. Was ist das? Weiß ich nicht. Irgendwas ganz Schnelles, aber ich sehe es nicht. Nulljäger, yay. Oh, ganz viele. Und Flugviecher ohne Ende. Und Nulljäger. Und das beides gleichzeitig. Ja, meine Nulljäger haben sich alle genommen. Oh, und ich bin fast gestorben an denen. Ich lebe für Ork-Massaker. Und mit fast meine ich fast. Ja, ich sehe es. Ah, siehst du schon wieder. Was? Die Runde war viel schwerer als die hier. Ja. Oh, Flugviecher, Flugviecher. Scheiße. Warum ich? Scheiße, und einer hat mich gekillt doch noch. Und fertig ist verflucht. Ich setz mal oben mehr Bogenschützen gleich. Ja. Da hab ich überhaupt nicht gedacht, da hätte ich locker noch mal ein paar mehr setzen können. Das wird Spuren hinterlassen. Tja, beim nächsten Mal werden wir Karte machen. Und sie wird euch nein! Umhauen. Scheiße. Das ist unsymmetrisch hier bei mir. So, ich erledige jetzt erstmal die Flugviecher. Oh fuck. Da kommen sau viele bei mir. Das ist mal eine Menge toter Orks.
Scheiße, ja, hier sind richtig viele. Flugviecher, Bodenviecher. Flug. Aber ich hab sie gleich. Gut. Ich hab's auf den Bodenviechern. Ja, das machen meine Fallen hier praktisch im Alleingang schon fast. Fast wie so ein altmodisches Karussell. Des Todes. Des Todes. An die Arbeit. Letzte Welle. Alles klar, ich kümmere mich als erstes um die Flugviecher. So, ich hab bei dir mal oben noch... Alter Schwede, ja, ich hab's gerade gesehen. Also, wenn da jetzt noch irgendwas durchkommt, dann denk ich am Arsch. Ja. Das müssen sauber. Oh, oh, Runner. Ah, toll, hab all meine Fallen hier ausgelöst, die Drecksviecher wieder mal, ne? Alter, wie ich Runner hasse! Diese stinkenden kleinen Scheißviecher! Ah, der wurde voll zermanscht. Sind sie bei dir gefallen? Deine. Also ich sehe es gerade nicht. Ich muss hier gerade ordentlich kämpfen, weil die kommen hier immer näher, weil die ganzen Neujäger mich aufgehalten haben. Ja. Ja, bei dir sind welche gefallen. Meine haben eigentlich überlebt. Alles klar. Ich habe hier so ziemlich den letzten auf meiner Seite erledigt. Oder die fallen viel eher. Jawoll! Das letzte Level. Freunde, bis zum Schluss. Du hast eine Belohnung erhalten. Doppelsprung, Albtraummodus, klassische Ordensschlacht. Okay. Wie ein Feder, Albtraummodus und klassischer Ordensschlacht. Wie eine Feder? Was ist wie eine Feder? Ist wahrscheinlich, dass du schweben kannst so ein Stück oder so. Wäre cool. Oh, leider ziemlich verkackt. Ja, 3 Schädel, gut. Okay, damit kann man leben. Nein. Ich schon. 6 neue Schädel, 9. Reicht immer noch nicht aus, um irgendwas zu kaufen. Fallenrücksatz, Schmuckstück will ich mir auf jeden Fall mal holen. Was ist das? Fängst dich Gegner, die den Spieler treffen. Geil. Leicht wie eine Feder. Ich will jetzt wissen, wo das ist. Das hast du wahrscheinlich so schon. Ach, klassische Ordenstracht ist ein Anzugsding, was wir kriegen. Ah ja. Jetzt mal ausgerüstet. Jupp, ich auch. Orkhaut ist ein DLC. Klingstab. Und wenn wir in Schwierigkeit durchspielen, kriegen wir Ritter des Ordens in Anzugdings. Nice. Will ich haben. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal alles perfekt und dann Albtraum. Ja. Das nehmen wir allerdings nicht auf. Was wir allerdings noch aufnehmen wollen, oder was ich wollte, wäre dieses, die alten Maps praktisch aus dem ersten Teil. Mhm. Davon gibt es ein paar, die will ich noch aufnehmen und, ja, mal sehen, vielleicht noch ein Endlos-Level mal so beispielhaft oder so, können wir mal sehen. Ich klicke mal auf Fortfahren, vielleicht kommt noch so ein Abschlussvideo. Mhm. Ist das zu glauben? Jawohl. Ich rette schon wieder die Welt. Wieso du? Der Plan des Alten ist aufgegangen. Immer die Magie ist in unsere Welt zurückgekehrt. Schon komisch. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Er dachte wohl, dass seine Zeit vorüber war. Die Irre sagt, dass wir den Orden wieder errichten müssen. Und dass wir es diesmal richtig machen werden. Was auch immer das heißen soll. Dann zieht sie diesen süßen Schmollmund und alles ist gut. Wir werden viel Hilfe bekommen. Jetzt, da die Magie zurück ist, wollen plötzlich alle wieder im Siegerteam mitspielen. Wir werden stets auf den Festungsmauern Wache halten und die Spalte hüten, damit zu Hause die Lichter anhören. Die Spalte hüten. Sie sind nämlich immer noch da draußen. Mann, ich liebe meinen Job. Oh ja. Mann, ich liebe meinen Job. Ganz ehrlich, falls es Orcsmaster 3 gibt, dann muss das mit 3 oder 4 Leuten sein. Ja. Das wäre richtig cool. So ein Mega-Koop. Alles klar, das war
ja, die letzte Story-Folge von Orcsmaster 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zu diesen, wie heißen sie, klassischen Levels. Ciao!